Kanal hier Gradler, der Theophan ist am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, wir sind hier jetzt auf der längsten Route von dem ganzen Ding. Route 15, 14, 13, 12, aneinander hängt alles. Ja, und die klappern wir jetzt komplett ab. Yay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fucken wir gar nicht lange rum, sondern legen einfach mal wild drauf los. Ja. Gut. Hier haben wir ein bisschen was zu bekämpfen. Bisschen viel. Ich bin diesbezüglich am Überlegen, ob ich für diese Folge nicht sogar die Dingenskirchen ausmache, die... Uff, jetzt sagt schon. Die Animationen. Einfach weil das ein bisschen Zeit spart. Ich denke, ich werde es auch so machen. Ja. Und falls ich ein bisschen abgelenkt wirken sein sollte, ich habe nicht die Ingame-Musik im Ohr, sondern ich höre ein bisschen Hörspiele, könnte man sagen. Was jetzt in dem Fall TKKG Folge 91 Crash Kids riskieren ihr Leben sein dürfte. Jo. Oh, ich glaube, ich soll das doch lieber sein lassen, sonst kann ich mich darauf nicht konzentrieren, auf das Spiel. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich hier heute großartig besprechen könnte. Ich meine, das Gesprächsthema Nummer 1 ist ja da und zudem ist eigentlich alles schon gesagt, was es zu sagen gibt. Deswegen, Leute, wehrt euch gegen Artikel 13, verdammte Axt. Wenn ihr bis dahin dieses Video hier überhaupt noch sehen könnt, es wird dann eh wahrscheinlich schon zu spät sein. Nein, nein, ich bin Optimist. Oder besser gesagt Realist, weil ich weiß, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das umzusetzen sein soll. Wie? Sagt mir, wie soll das funktionieren? Das ist zum Scheitern verurteilt, das mit den Upload-Filtern. Ganz im Ernst, wenn ich so eine Website wäre und keine Upload-Filter hätte, ich würde auch keine Strafen bezahlen, ganz ehrlich. Ich sagte euch doch schon, ich kann dazu nicht mehr großartig viel sagen. Außer das, was halt eben Sache ist. Geht auf die Straße, demonstriert. Und wählt halt keinen, also wählt halt niemanden, der dafür ist. Versucht eure Abgeordneten oder die Abgeordneten in eurem Wahlkreis für die EU, fürs EU-Parlament, zu überreden, dass er dagegen stimmt. So. Genug Politik für heute wieder auf dem Kanal. An sich überhaupt zu viel Politik schon auf dem Kanal gemacht, aber ja, die ist wichtig. Also deswegen Artikel 13 verhindern. Jetzt. So. Option. Kampfanimation aus. Gut, das Ganze soll es dann doch ein bisschen beschleunigen, deswegen... Ja, aber auch bloß so minimal. Genau, da haben wir solche Animationen nicht. Noch keine Kampfanimation und ich habe... Oh. Ja gut, Drachenstoß. Geil, 750 EP, Simsala. Ja. Geil! Drachenstoß, Gedankengut. Ja, das ist schön, dass du Gedankengut kannst, aber ich kann einen Drachen so absetzen. Ach. Ja, so. Du musst nur Hausaufgaben machen. Ja, dann mach mal, Freundchen. So, wie ist denn so das Level hier von ein 58? Also, wollen wir mal auf 59 alle bringen.
Dann muss als nächstes Schillach ran. Ich gehe jetzt erstmal so entlang, weil ich muss eh wieder oben lang. Oh, Rosenrauch. Rosenlauch. So, ich soll dir meine Pokémon zeigen. Ja, dann zeige ich dir mal eins zumindest, weil mehr wirst du eh nicht zu sehen bekommen. Guillaume. Ach, Pandir. Um Gottes Willen, hier gibt es ja zu viele von diesen Viechern. Zu viele verschiedene Muster. Irrschlag. Was ist denn ein Irrschlag? Okay, ich lass es sein. Ich bin nicht lustig. Braucht ihr mir nicht sagen. Volbeat. Yeah. Ah, Windhose, das dürftest du nicht aushalten, denke ich mal. Ah, meine Paralyse. Ach, Schutzschild. Na, der hat ja auch nicht viel gebracht. Yay. Cool. Doch nicht so cool. Denn er schützt sich selber mal wieder. Es geht daneben und du bist besiegt, mein Lieber. Hast du jetzt davon, ne? Kennst du, wie ist der? Ah, das war genau richtig. Uff, noch so einer. Ich weiß eh schon, ich werde... Ja, ihr macht einen Ausflug nach Lavandier. Ist es dafür nicht ein bisschen zu spät, Niklas? So, Stada, Drachenstoß. Ah, Attacke geht daneben, hm? Na komm, noch einmal einen Drachenstoß. Das dürftest du, kleiner Grasheim, nicht überleben. Irgendwie hat mich Knofenser immer fasziniert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Utrigaria, da bleiben wir mal bei dir. Ach, wenn du jetzt noch Sarzenia hast, Kumpel. Hast du mir mein Münzamulett geklaut, du? Na warte, das hole ich mir wieder. Und zwar so. Also wenn er jetzt noch Sarzenia hat, dann hole ich... Ja, Brandherd hier an den Start. Oder Schiller. Nee, Brandherd. Brandherd! Sarzenia. Flammenwurf. Tschüss! So gefällt mir das. Sarzenia wurde besiegt, es gibt EP für alle. Und jetzt muss ich hier den EP-Teiler weiterreichen. Und zwar geben wir den dir, Schiller. Weil du bist ja am weitesten von allen. Ja. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie das hier weitergehen wird. Okay, Route 14 sind wir schon. Dann würde ich doch nochmal bevorzugen, wir gehen hier oben lang. Klappern da nochmal alles ab, dann nochmal die eine Dame, die wir da unten besiegt haben. Ja, und dann... Ja, dann gehen wir auf dann noch die drei da oben, die ich gerade gesehen habe. Und dann gehen wir auf Route 14 und dann gehen wir weiter. Keine Ahnung, mal schauen, wie lange ich hierfür brauchen werde. Eventuell werde ich die einzelnen Routen in einzelne Folgen unterteilen. Quapuzzi. Bauchtrommel. Ja, das war natürlich sehr schlau von dir, dass du erst einfach mal die Hälfte der KP nimmst. Und du greif mal endlich an, Junge. Weil sonst brauche ich mich nicht mehr über diese Kaulquappe da lustig machen.
Ja, über Verputzi Red. Ach, Ditto! Ja, Ditto, da machen wir doch mit! Bin ich mal gespannt. Er setzt Wandler ein. Yeah. Ui. Oi. Oi, oi, oi. Oi, wey. Ich bin tot. Ja, scheiße. Lunar. Erst einmal... Beleber. Ist zwar vollkommen unnötig, aber ich will, dass er seine EP bekommt. Der Wurm. Wurmi, keine Ahnung. Ich muss mir mal überlegen, ob ich ihm nicht einen anderen Spitznamen gebe. Aber jetzt ist er ja kein Würmchen mehr. Ja, ihr müsst wissen, ich habe in Pokémon Go einen Dratini als Buddy, welches ich Wurmi genannt habe. Und ich will es noch nicht entwickeln. Nein. Hat er an sich scheiße IV und so weiter und so fort. Ja, okay, dann gib mir mal deine Telefonnummer. Oh shit, wie hieß denn der? Bei dem seine Nummer muss ich mir merken. Für spätere Tätigkeiten. Warte mal, habe ich jetzt... Ach nö, jetzt ist hier diese scheiß Radiomucke. Na toll, okay. Also der weiß, wo sich die Arena-Leiter am liebsten aufhalten. Deswegen, ja, okay, wofür gibt's das Internet? Da kann ich ja auch nachschauen. So, Nassschweif. Tschüss. Bin jetzt wirklich am Überlegen, wenn ich hiermit fertig bin. Also wenn ich mit der Hauptstory fertig bin. Oh, Doppelkampf. Na okay, Brandt ist an zweiter Stelle. Das sollte doch womöglich in Ordnung gehen. Wir sind Zwillingsschwestern Mo und Flo. Rat mal, welche von beiden ich bin. Ja, und derselbe Scheiß nochmal, oder was? Tja. Uff. Ja, da steht mir doch der Hype wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Eruption, okay. Ich kann damit zumindest ein bisschen was bei den beiden anrichten. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Und der Rest, der macht dann hoffentlich Wurmi, mein Dragoran. Ja. Also, als hätte ich daran noch Zweifel gehabt. Nun gut. Ah, haben wir es dann? Oh, ihr seid schon besiegt. Ja, jetzt habt ihr beide verloren. Naja. Dann geben uns auch die beiden ihre Handynummer. Habt ihr eine gemeinsame oder? Ein AP Plus. Süß. Diese Frau. Pokéfan Franka. Noch ein Pandir. Ja, das ist zufallsabhängig, diese Flecken bei Pandir. In Pokémon Go gibt's nur 8. Also 9, wenn man jetzt das Spezielle, welches zum Valentinstag kam, mit dazu nimmt. Welches allerdings keinen zusätzlichen Eintrag im Pokédex hat oder keine zusätzliche Erwähnung. Weil da kann man nämlich alle Formen abrufen, die es gibt. Auch alle 28 Inkognito insoweit verfügbar. Halt! Na? Habe ich übrigens noch gar keins. Das will ich ja hier tatsächlich auch noch machen. Ich will alle 28 Inkognitos fangen. Auch wenn das eher ein Zeitrafferprojekt dann wird. Wenn ich dann wirklich bloß Jagd nach die Inkognitos mache, dann
Ja. Lehrerin Silvia. Ich denke, dich, Kumpel, werde ich noch ein bisschen benutzen müssen. Ich werde Dragoran so lange drin lassen, bis ich, oder bis er Level 59 erreicht hat. Geil. Lehrerin Silvia besiegt. Ein Versuch war es immerhin wert. Ja, dann machen wir das doch mal so. Und dann gehen wir mal vor zur Abzweigung. Dich hatte ich auch schon angesprochen, ne? Ah, hier sind wir schon auf Route 14. Nun gut, dann war's das für diese Folge. Für Route 14 gibt's ein extra Video, für 13 und 12 ebenfalls. Und dann sage ich, schön gemacht, das war's, morgen ist nichts mehr. Tschüss.